Für was wirst du dich im Gemeinderat besonders einsetzen, angenommen du wirst gewählt? Wieder für ein aktiveres und bunteres Nachtleben. Letzte Zeit haben ja einige Clubs geschlossen, zum Beispiel White Rabbit. Und da will ich, dass zum Beispiel die Stadt Clubs mehr unterstützt, dass städtische Räumlichkeiten an Clubs untervermietet werden, um den Betreibern da finanzielle und räumliche Planungssicherheit zu geben, dass dann nicht einfach die Mieten plötzlich drastisch erhöht werden oder sie gekündigt werden. Wann war deine erste Demo und wofür oder wagegen hast du demonstriert? Ich war damals in Bonn auf einer Riesendemo gegen die Nachrüstung. Ich war bis dahin eigentlich ziemlich unpolitisch, aber das Thema hat mich dann doch sehr umgetrieben. Und ich habe damals in Stuttgart studiert und bin extra nach Bonn gefahren. Welche Initiative oder Initiativen in Freiburg haben deine Unterstützung? Also ich glaube, das ist auch vor allem Fossil Free. Mit denen haben wir schon länger als Grüne Jugend Kontakt. Zum einen, die sich dafür einsetzt, dass die Stadt, aber auch die Uni nicht investiert in Dinge, wo sozusagen Kohle unterstützt wird in Fonds und Sachen wie das. Und das ist immer noch an der Uni Freiburg immer nicht wirklich durchgesetzt. Was bedeutet Europa für dich? Europa bedeutet für mich fast sowas wie ein Wunder, weil ich es alles andere als selbstverständlich finde, sondern wirklich es mir fast wie ein Wunder vorkommt, dass Völker, die sich vor 8 Jahrzehnten als Todfeinde bezeichnet und nicht nur bezeichnet, sondern bekriegt und abgeschlachtet haben, heute freundschaftlich verbunden sind. Und ich finde, das kann man überhaupt nicht hoch genug einschätzen. Wo ist dein Lieblingsort in Freiburg? Ich glaube, der Schlossbergturm. Also gerade abends, wenn die Sonne untergeht, bin ich da gerne oben, wohne da auch in der Nähe, gehe da öfters hoch oder jogge da in der Nähe. Ja. Welche Kultureinrichtungen in Freiburg magst du besonders? Das Wahlgrabentheater. Da bin ich auch im Freundeskreis und ich finde es bewundernswert, wie die mit so sparsamen Mitteln sehr beeindruckende Dinge auf die Bühne bringen. Ich bin da noch nie rausgegangen und war enttäuscht.